in der Tat haben die großen Wissenschaftsverlage wie Elsevier, Springer in den letzten Jahren oder 10 Jahren Rekordgewinne eingefahren. Wir reden von Gewinnen, wir reden von Steigerung des Profits auf Kosten der Allgemeinheit. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Wir Wissenschaftler reagieren darauf. Ich zum Beispiel, ich freue mich über jede Veröffentlichung, die ich für Elsevier referieren soll, weil ich es gleich ablehne. Weil ich zu denen gleich sage, kostenlos mache ich das für euch nicht mehr. Ja, und die bezahlen dafür ja nichts. Aber ich meine, wie, man muss sich mal überlegen, wie dumm sind wir eigentlich? Wir schicken ein Manuskript zu einem Journal. Das wird von unseren Kollegen, wohlgemerkt, kostenlos referiert, also auch noch verbessert. Wir liefern es heutzutage ja wirklich camera ready, wie man so schön sagt, wie man früher gesagt hat, aber es wird wirklich komplett mit einem Satz hingeschickt wieder. Ja, dann druckt das Journal das ab. Übrigens haben wir in diesem Prozess dann das Copyright abgetreten. Man darf es dann gar nicht mehr Open Access machen. Man darf es sogar, ja. Das heißt, dieses Journal druckt es dann ab, beziehungsweise stellt es heute ins Internet. Und dann zahlen wir auch noch sozusagen für unseren eigenen Artikel Geld, um sich den anzugucken. Das ist doch ein völlig absurdes System. Also insofern ist die Idee hinter Open Access völlig in Ordnung. Also das ist völlig klar. Und wenn man sich anguckt, wie die Verlage auch die Preise erhöht haben, dann muss man wirklich sagen, es ist unverschämt. Das Problem ist jetzt natürlich das Wissenschaftssystem selber. Es gibt in der Wissenschaft bestimmte Zeitschriften, die sind wirklich sehr renommiert. Und es zählt etwas, dort zu veröffentlichen. Das liegt einfach daran, weil die sehr hohe Qualitätsansprüche haben. Und von daher möchten die Wissenschaftler dort gerne veröffentlichen. Das ist auch ihr gutes Recht. Und solange man das nicht verändert, und ehrlich gesagt fällt mir kein besseres System ein, diese hohen Qualitätsansprüche sind nun mal so, dass man sagen muss, die Sachen, die da veröffentlicht werden, sind im Durchschnitt auch die größeren Durchbrüche als die Sachen, die in anderen Journals veröffentlicht werden. Das muss man fairerweise auch anerkennen. Mit anderen Worten, das System hat schon so etwas wie ein Evaluationsszenario eingebaut. Also wenn sich jemand auf eine Professur bewirbt, dann guckt man schon mal nach, ja, was hat denn der so veröffentlicht? Und wo hat er das eigentlich veröffentlicht? Ja, schiebt er da immer seine Veröffentlichung in das gleiche Journal rein, wo er einmal veröffentlicht hat? Oder schafft er das auch mal in die Journals hineinzukommen, wo es wirklich wehtut, wo man, ja, wo man zunächst mal eine Absage bekommt, dann überarbeitet man das, dann macht man noch eine Messung und dann versucht man es nochmal und dann muss man noch eine Messung machen, wo es vielleicht auch mal 1-2 Jahre dauert, bis man überhaupt mal durchkommt. Und das System ist auch gut. Das muss man einfach sagen. Ja. Und nur es ist so, dass man das System auf relativ wenige Zeitschriften beschränken sollte und den Rest kann man wirklich mit Open Access erschlagen. Und die meistens sind die Journals, die da auch wirklich als richtig gut gelten für das eigene Fach, sind in der Tat schon von den entsprechenden Gesellschaften werden die herausgegeben. Also zum Beispiel in der Physik, Physical Review Letters wird von der American Physical Society herausgegeben. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal zumindest keine Organisation, die ein großes Gewinnstreben hat. Ja, von daher kann Open Access da massiv helfen, auch die Verlage unter Druck zu bringen. Da hätte ich jetzt mit den Verlagen, also ich würde sich mein Mitleid schwer in Grenzen halten. Es gibt allerdings bestimmte Bereiche, die können möglicherweise komplett umschwenken. Also zum Beispiel in der Physik gäbe es den Bereich der Elementarteilchenphysik. Das sind ja so große Zusammenschlüsse von Experimentatoren, die könnten komplett Open Access machen und planen das, glaube ich, auch, weil in deren Community es diese herausragenden Journals in dem Sinne nicht gibt. Ja, also diese Bereiche können es machen und werden das mit Sicherheit machen. Man muss natürlich bei Open Access auch sehen, dann ist es schon so, dann zahlt man die echten Kosten für die Veröffentlichung. Es gibt das New Journal of Physics zum Beispiel, die echten Kosten sind dann auch wirklich reelle Kosten, die dadurch entstehen, dass dieses Papier dann einen Qualitätszyklus durchläuft und dann veröffentlicht wird. Aber danach zahlt man das nicht mehr. Das ist der wichtige Punkt. Also da spart man dann bei dem Zugang. Das wird sich durchsetzen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich das durchsetzen wird, wenn man es auch schafft, das Qualitätssystem, was es im Augenblick in der Wissenschaft gibt,
dabei aufrechtzuerhalten. Also wenn darunter dieses Qualitätssystem nicht leidet. Ich wüsste allerdings auch nicht, warum, weil bisher bekommt kein Physiker auch nur einen Cent dafür, dass er eine Veröffentlichung referiert. Also ich habe da gerade zwei Sachen liegen, die gucke ich mir an, die gucke ich mir in meiner Expertise an. Ich schreibe dann den Autoren, das ist gut, das ist weniger gut, das muss dringend überarbeitet werden, weil man es nicht versteht oder weil ich es nicht nachvollziehen kann oder weil es irgendwie vielleicht einen Fehler beinhaltet. Dann kriegt man wieder die korrigierte Version dieses Manuskripts und dann sagt man irgendwann, ja gut, so kann es veröffentlicht werden. Dieses System, das darf nicht tangiert werden. Das muss man schon sagen. Also deswegen wird Open Access eben auch Geld kosten. Das muss man sehen. Und zwar Geld kosten im Produktionsprozess, nicht mehr nachher im Bezug der Veröffentlichungen. Es wird auch deutlich weniger sein, dass die Verlage ständig von uns verlangen. Das muss man einfach sagen. Die Verlage haben in den letzten Jahren sehr daran gearbeitet, dass sie vielleicht ihr gutes Leben irgendwann mal aufgeben müssen.